schwindelfrei sein als Dombaumeister, ja? Das ist Voraussetzung. Katholisch und schwindelfrei. Und trainiert. Das ergibt sich selbst durchs Treppensteigen. Das heißt, es ist ganz gut, man spart sich den Sport, den hat man nämlich am Dom von selber. Wie oft laufen Sie hier so hoch? Das kommt jeden Tag vor. Der Dom hat sehr viele Treppen und Treppenaufgänge, Wendeltreppenhäuser und eben nicht nur den Bauaufzug. Manches muss man eben auch zu Fuß zurücklegen. Der Dom ist eine Herzensangelegenheit. Das muss ich gestehen und das ist schon ja, lange so. Ja, Teil dieses Generationenprojektes zu sein, eine Zeit lang für dieses Gebäude verantwortlich sein zu dürfen, das ist ein großartiges Gefühl. Ja, heutzutage ist es so, dass wir uns nicht nur um die Erhaltung des Kölner Domes kümmern müssen, sondern vermehrt auch um den Schutz des Kölner Domes vor Einwirkungen, die von außen auf ihn zukommen. Das sind Themen wie Vandalismus und Verschmutzungen und zum Teil Schlimmeres. Ja, das gehört mittlerweile natürlich auch zu den Aufgaben der Mitarbeiter der Dombauhütte, dafür Sorge zu tragen, dass der Dom geschützt wird. Ich bin seit meiner Kindheit tatsächlich mit dem Dom verbunden. Meine Großmutter hat mich schon damals an der Hand genommen als kleines Kind. Ich komme aus der Nähe von Köln. Ich bin in Bonn geboren und dann sind wir mit der Straßenbahn nach Köln gefahren, sind hier ausgestiegen am Hauptbahnhof, haben im Dom ein Kerzchen angezündet und dann in der Nähe ein Stück Kuchen, Kaffee natürlich gegessen. Das haben ganz viele so gemacht. Seitdem ist der Dom mir vertraut und auch als ehrfürchtiges, großes Gebäude bekannt. Und ja, wenn der Kölner, der ich jetzt seit 23 Jahren sein darf, den Dom sieht, dann geht ihm das Herz auf. Und immer wenn er in Urlaub ist, ist er froh, wenn er den Dom sieht. Dann weiß er, er ist zu Hause und es ist seine Heimat.